Zeuge Abraham Tamir, Israel, Sozialfürsorger, 37 Jahre alt, 79. Verhandlungstag, 20.08.1964. Dagegen, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Nichts dagegen. Nichts dagegen. Wollen Sie uns bitte einmal erzählen, wo Sie vor Ihrem Aufenthalt in Auschwitz gelebt haben? Ich wurde in Lodz geboren. Wo in? In Lodz. In Lodz. Polen. Ja. Ja, aber Sie beherrschen die deutsche Sprache so, dass wir ohne Dolmetscher miteinander sprechen. Ich hoffe, dass wir schon gut gehen. Sie wurden in Lodz geboren und haben dort auch die Schule besucht? Ja, bis Jahre 39 meine 6 Elementarklassen beendet. Und nach der Entlassung aus der Schule? Nach der Entlassung, direkt nach den Ferien, begann der Krieg. Begann der Krieg. Etwa März 40 wurden wir in Ghetto umgesiedelt. Im März 1940 in das Ghetto. In das Ghetto angesiedelt. In Lodz. In Lodz direkt. Ja. Und dort war ich bis zu der Liquidation am Herbst 44. Bis zum Herbst 44 waren Sie in Lodz? Im Ghetto. Im Ghetto. In der Stacheldrahtzahne. Und danke. Kamen Sie dann von Ghetto in Lodz direkt nach Auschwitz? Jawohl. Und wurden Sie mit der Bahn transportiert? Jawohl. Und wie viele Menschen ungefähr waren in diesem Transport? Ich nehme an, es waren damals ungefähr 20 oder 30 Lastwaggonen, ungefähr 60 Leute in jedem einem. Ja. Ich bin mit meiner Familie hingekommen. Ja. Meine selige Mutter. Mutter. Ein Onkel, eine Tante und 2 Cousinen. Wenn niemand mehr beim Leben geblieben ist. Ja. Und Sie waren damals wie alt ungefähr? Ich war damals 17 Jahre, also uneinige Monate. Ja. 17 Jahre. Das heißt also im Jahr 1944. Jawohl. Und in welchem Monat etwa? Das war etwa Ende Juli gewesen. Ende Juli. Wie Sie nun nach Auschwitz gekommen sind, wo sind Sie da ausgeladen worden? Wir wurden auf eine Rampe ausgeladen. War diese Rampe in Birkenau? Jawohl. In Birkenau. Als ich es nachher erfahren habe. Ja, natürlich. Aber heute wissen Sie, dass diese Rampe in Birkenau war. Jawohl. Und wie viele Menschen insgesamt waren es, die da mitgekommen sind? Sie hatten vorhin schon mal... Das ist mir schwer, diese Rechnung zu machen. Ja, ich meine, ungefähr waren es Hunderte oder waren es... Es waren einige Tausende. Einige Tausend drin, die mit der Bahn gekommen sind. Aha. Und wie Sie nun ankamen, wer hat da die Waggons aufgemacht? Wer das von draußen Diplom aufgerissen hat, weiß ich nicht, weil ich drin war. Aber es war ein heftiges Kommando, die uns aus den Wagen herausgetrieben haben. Getrieben hat. Die Gepäcke müssen wir drin lassen. Und ich war schon damals ganz... Ich habe meinen Kopf verloren, ich habe schon meine Mutter nicht mehr gesehen. Dann war ein Befehl, Männer separat und Frauen separat. Und nachher wurden wir selektiert. Ja. Nun, Sie haben Ihre Mutter damals nicht mehr gesehen. Nicht mehr gesehen. Sie war also auf der Reihe der Frauen und Sie waren auf der Reihe der Männer. Das stimmt. Und haben Sie noch eine Ahnung, wer damals diese Selektion durchgeführt hat? Es waren 2 SS-Offiziere, wie ich es nachher erfuhr, war einer aus denen Dr. Mengele gewesen. Ja. Den Namen der anderen kann ich mich nicht entsinnen. Ich wusste es nicht. Ja. Nachdem Sie nun selektiert waren, vermutlich sind Sie damals auf die Seite derjenigen gekommen, die ins Lager kommen sollten. Stimmt. Und sind wohin gekommen? Was haben Sie dann erlebt? Wo sind Sie dann hingekommen? Ich wurde in Birkenau-Lager gebracht. Und nach einiger Zeit wurde ich von dort mit einem Arbeitstransport nach Braunschweig gebracht worden.
Moment, nicht so schnell. Sie wurden also zunächst nach Birkenau gebracht. Nach Birkenau. Und wurden Sie dann erst gebadet oder bekamen Sie... Ja. Ja, die Haare abgeschnitten. Haare abgeschnitten. Ja, rasiert und rasiert kann man es kaum nennen. Ich habe mich damals noch nicht rasiert. Meine Glatze wurde rasiert. Ja. Und wir bekamen Häftlingsanzüge. Häftlingsanzüge? Das heißt, das waren Lumpen. Lumpen. Ja. Und wo sind Sie dann hingekommen? In einem Lager. Wissen Sie noch, in welches Lager in Birkenau? Ja. Nämlich? Das war A-Lager, nachher wurde ich... Das A-Lager, das sogenannte Quarantänelager. Wie lange blieben Sie da? Einige Wochen. Nachher wurde ich ins sogenannte Zigeunerlager versetzt. Sogenannte Zigeunerlager. Wissen Sie noch, welchen Buchstaben das hatte? Ich weiß nicht. Ja. Als Sie in dieses Zigeunerlager kamen, das war also doch immerhin Ende 44, waren da noch Zigeuner drin? Nein. Nein. Sondern wer war denn drin in diesem Lager? Die meisten, die waren Juden aus meiner Stadt, aus Lodz. Also polnische Juden? Und ungarische Juden. Ungarische Juden. Nun, in welchen Block sind Sie denn gekommen? Im A-Lager war ich im 9. Block. In Zigeunerlager habe ich einige Blocks. Ich wurde verlegt, bis ich bin zum Transport nach Braunschweig vom 25. Block. Nach Braunschweig? Nach Braunschweig. Und wann war das? Das war etwa Mitte November. Mitte November. Sodass Sie also ungefähr vom Juli bis November in Birkenau waren. Stimmt. Nun, womit wurden Sie beschäftigt? Was hatten Sie für Arbeit? Keine. Keine? Nein. Wir wurden da gelegenheitlich Steine holen, die mir damals ganz zwecklos aussahen. Aber wir wurden keine Kommandos angeteilt. Und ja. Als ich in diesen zum Braunschweiger Transport bestimmt wurde, haben wir nicht gearbeitet, sondern auf Transport gewartet. Ja. Nun sind Sie ja einmal vernommen worden, und zwar in Tel Aviv, glaube ich, oder in... In Jerusalem war das. In Jerusalem sind Sie vernommen worden, ja. Nein, ich war in Tel Aviv. Oh, Moment, das kann ich nicht wissen. Jedenfalls das Schreiben der Untersuchungsstelle ist von Tel Aviv datiert. Nun, da sind Sie vernommen worden und Herr Zeuge, damals haben Sie gesagt, kurz nach diesem Vorfall schickte man mich mit einem Häftling namens Pines in die Küche, um einen Kessel mit dem Mittagessen zu holen. Ja, das stimmt. Ja, was war da für ein Vorfall vorausgegangen? Ein Vorfall war, dass ein ungarischer Häftling hat sich beim Abendappell beim SS-Mann, dem Appell bekommen hat, beklagt, dass er von seinem Blockältesten geschlagen wurde. Ja, das interessiert mich sehr. Sie haben also nach einem Abendappell, haben Sie das gehört, dass dieser ungarische Häftling sich beklagt hat? Ja, ich war bei diesem Appell. Sie waren bei dem Appell. Und bei wem? Und bei wem hat sich dieser ungarische Häftling beschwert? Ich kann dem Namen der... Nein, war das ein SS-Mann? Das war ein SS-Mann. War ein SS-Mann? Ja. Also nicht der etwa mit dem Blockältesten die Häftlinge mitgezählt hat. Ja, also nicht etwa ein Kapo oder sowas, nein, sondern ein SS-Mann. Nein. Bei dem hat er sich beschwert. Und worüber hat er sich beschwert? Er hat sich beschwert, dass er von seinem Blockältesten geschlagen wurde. Ja. Und wer war der Blockälteste? Das war Sigmund, der Blockälteste vom 9. Block. Vom 9. Block, Sigmund, ja. In Polen. Ja. Und der SS-Mann hat sich das notiert, hat nach Einzelheiten ausgefragt und damit war es Schluss. Abends, als wir im Block waren, da kam eine Gruppe
Funktionshäftlinge herein und sie haben den Häftling, der sich beklagt hat, aufgefordert. Wer hat sie da beklagt? Und er war ganz naiv, glaube ich, ist aufgestanden. Dann haben sie ihn in die Blockelte-Stube hereingeholt, der am Blockeingang war. Und dann ungefähr 2 Stunden missbehandelt. Nachdem man ihn herausgetragen hat, war es nur Fleischfetzen und Blut. Er wurde am nächsten Morgen zum Krankenrevier gebracht. Und als ich von einem Pfleger erfahren habe, er war nach einem Tag gestorben. Ist er dort gestorben? Ja. Nun, das ist doch sehr wichtig, was Sie da eben sagen. Wer war denn bei diesen Blockältesten, die da den herausgeholt haben, beziehungsweise diesen Funktionshäftling? Die Namen, die ich kenne, ja, war der Sigmund, der Blockältest selbst, ja, der Bednarek. Und der Bednarek. Und noch einige dazu. Und noch einige dazu. An denen ich, die wurde ja mir nicht persönlich vorgestellt, ich kenne die Namen nicht. Sie kennen die Namen nicht. Wieso wissen Sie, dass die Leute diesen Menschen geschlagen und misshandelt haben? Ich habe es gesehen, wie die Leute ihn hereingeholt haben, in diese Blockelteste Stube. Ja. Nun, ich habe das Gejammer von dort gehört. Eben, es war doch also kein abgemauertes Abteil, diese Blockältestenstube. Das war mit Brettern abgeteilt. Mit Brettern abgeteilt, ja. Sodass Sie das Geschrei hören konnten. Das Geschrei konnte ich hören. Ja. Und Sie meinen, das hätte etwa 2 Stunden gedauert? Ungefähr. Keine Uhr damals gehabt. Und dann haben Sie den Mann herausgeschmissen, herausgeworfen? Man hat mich heraustragen müssen. Man konnte schon nicht mehr herausschmeißen. Auf den Hof? Oder ja, in den, neben der Baracke. Neben der Baracke auf den Hof? Ja. Und da lag er bis zum nächsten Morgen? Ja. Haben Sie ihn noch liegen sehen? Am nächsten ja, Morgen? Ja. Und war er denn noch am Leben? War er denn noch bei Besinnung? Oder? Ich habe gehört, dass er aber nachher in Krankenbau gebracht wurde. Das haben Sie gesehen? Das habe ich gehört. Das haben Sie gehört. Das habe ich gehört. Und Sie haben dann auch gehört, dass er gestorben wäre. Ja, das hat der Pfleger erzählt. Und haben Sie dann noch weiterhin etwas davon gehört, dass Bednarek dann noch eine gewisse Rede gehalten haben soll? Wie Sie ja. Dann, ja? Nämlich? Ja, der hat gesagt, jetzt scheint es mir als ironisch zu sein, den Befehl nach wird in Auschwitz nicht mehr geschlagen. Damit ihr es alle wisst, dem Befehl nach wird in Auschwitz nicht mehr geschlagen. Und woher wissen Sie das, dass das damals Bednarek gesagt haben soll? Ich habe gesehen und auch gehört. Sie haben es gehört? Jawohl. Seine Stimme? Ich war am selben Block verlegt. Sie waren im selben Block verlegt und haben seine Stimme gehört? Ja. Das war an sich der Block von dem Sigmund? Ja. Aber Sie kannten die Stimme von dem Bednarek und wussten, dass er das da gesagt hat? Ich kannte sein Gesicht. Ja. Und der ist in Mitte des Blocks war ein langer Ofen. Da hat er sich draufgestellt. Nicht etwa in der Blockführerstube. Nein. Aber Blockältestenstube. Nein. Da hat sich draufgestellt und das gesagt. Also mitten in die Baracke. Ja. Da war ein Kamin und der war etwas erhöht. Entlang der Baracke ja. war ein. Ja. Aus roten Ziegeln ja, und Kamin gebaut. Und da hat er sich draufgestellt, ja. allen sichtbar, allen Häftlingen sichtbar, jawohl. Die da in den, auf diesen Betten lagen. Jawohl. Und da hat er gesagt, damit ihr es wisst, auf Befehl wird in Auschwitz nicht mehr geschlagen. Stimmt. Nun, nachdem dieser Vorfall sich ereignet hatte, ist es richtig, dass Sie da am nächsten Tag in der Küche waren, um Mittagessen zu holen? Es war nicht am nächsten Tag, es war am nächsten Sonntag. Am nächsten Sonntag? Ich kann mich daran gut entsinnen, weil am Sonntag wurden Pellkartoffeln mit Suppe verteilt. Ja. Und ich wurde mit den
Penis zusammen mit Essen holen geschickt worden. Ja. Wir haben versucht, auf dem Weg sich einige Kartoffeln in die Hosen zu stecken. Ja. Als wir ins Block hereinkamen, sind ihnen aus der Hosen einige Kartoffeln herausgefallen. Ja. Wem, Ihnen oder dem anderen? Dem Penis. Ja. Mir nicht. Da kam gerade auch der Bednarek herein und sagte, wie viele Kartoffeln jeder in den Hosen hat, solche Stockhiebe bekommt er hinten. Hat der Bednarek gesagt? Ja. Was hat denn der Bettnarek zu tun? Der war doch gar nicht Ihr Blockältester. Darüber habe ich nicht ausgefragt. Ich weiß nicht, was er so sagt. Denn Sie waren doch in dem Block von dem Sigmund. Jawohl. Ja. Aber trotzdem, der Bettnarek hat es gesehen und hat gesagt, so viel Kartoffel ihr dabei habt, so viele Schläge bekommt ihr. Jawohl. Nur die Funktionshäftlinge, die waren noch frei beweglich. Ja, und nun, wie ging es weiter? Also, ich kam der Erste dran. Ich dachte mir, steck den Kopf im Ofen, in der Ofenöffnung. Ja. Damit der Rücken ganz stramm ist. Das war eine bekannte Methode. Ich bekam einige Schläge. Dann hat es plötzlich aufgehört, habe ich den Kopf herausgenommen und ich bin ausgerissen. Ja. Ich bin zur Latrine. Ungefähr eine Viertelstunde nachher ist ein Stubendienst mich suchen gekommen, hat mir versprochen. Es geschieht ja nichts mehr. Es geschieht nicht mehr und ich hatte keinen Rat. Ich musste zum Block zurück. Ja. Und dann hat wieder Sigmund noch gesagt, no, du hast dich brav verhalten, du bekommst deine Kartoffel, die du geklaust hast, für dich. Ja. Und der andere? Dessen anderen, dein Leib habe ich schon neben dem Block gesehen, schwer verletzt. Der lag schon neben der Baracke? Neben der Baracke. Er war schwer verletzt. Und was ist aus ihm geworden? Andere Mithäftlinge haben ihn zum Krankenbau gebracht. Und wie ich erfahren habe, ist er verstorben. Sagen Sie, Herr Zeuge, können Sie sich noch an das jüdische Neujahrsfest im Herbst 1944 erinnern? Ja. Und was ist da geschehen? Da gab es eine große Selektion. Und wir haben Befehl bekommen, in der Baracke sich auszuziehen. Befehl bekommen, sich in der Baracke auszuziehen. Nackt auszuziehen. Ja. Da kam der Dr. Mengel herein, um die Leute zu selektieren. Bei einem Häftling, der hat sich sein Leib mit einer zerrissenen Wolldecke umgewickelt. Ja. Weil es schon ziemlich kalt war. Ja. Mit Mengele war eine Gruppe Funktionshäftlinge dabei. Ja. Unter denen auch Bednarek. Als er das gemerkt hat, hat ihm an der Seite gestellt. Und dann diese Gruppe, die zu Vergasung, die ausselektierte Gruppe. Der Bednarek hat den Mann mit der Wolldecke zu denen gestellt, die vergast werden sollten. Jawohl. War er denn von dem Dr. Mengele nicht ausgesucht worden zur Vergasung? Nein. Also er wäre an sich mit dem Leben davongekommen diesmal bei dieser Selektion, wenn er nicht von Bednarek zu dem Haufen dergestellt worden sei, die nachher wahrscheinlich vergast wurden. Herr Zeuge, als Sie da geschlagen worden sind wegen dieser Kartoffel, wissen Sie, ob Bednarek auch auf Sie geschlagen hat? Das konnte ich nicht wissen. Konnten Sie nicht wissen, weil der Kopf im Ofen gesteckt hat? Ich hatte keine Möglichkeit zu sehen. Und wissen Sie, ob der Bednarek den Penis geschlagen hat? Das habe ich gehört. Ich habe nicht gesehen, weil ich direkt nachdem die Schläge aufhörten, aus dem Block ausgerissen. Ja, aber Sie haben hinterher gehört, Bednarek ja. hätte befohlen zu schlagen. Das habe ich gehört.
Das haben Sie aber erzählt bekommen. Haben Sie das erzählt bekommen? Nein, dass er befohlen haben, ihr habt mich zu schlagen, ja, habe ich gehört. Das haben Sie gehört. Ja. Aber ob ich mich eigenhändig geschlagen hat, weiß ich nicht mehr. Ja. Als ich nach Birkenau kam, hat man mir erzählt, nun, jetzt ist schon Paradies da. Früher war es viel schlimmer. Aber man hat mich vor dem Benall gewarnt, nicht in seine Hände zu fallen. Nun, ich weiß nicht recht, ob Sie, nein, doch, Sie können diese Aussage auch gemacht haben. War damals ein Schmuel Rohn dabei? Ich weiß nicht. Nein, bei Ihrer Vernehmung in Jerusalem? Nein, ich wurde nur alleine verhört. Ja. Nun, da ich das nicht genau feststellen kann, möchte ich Sie fragen, wie dieser ungarische Jude sich beschwert hatte, dass er geschlagen worden sei. Hat dieser SS-Mann da ernsthaft seine Beschwerde entgegengenommen oder schien ihn, als ob das ironisch sei, was er da mit dem Mann vorhatte? Das schien mir so. Das schien ihm so. Und Sie haben damals gesagt, es sei schwer zu erkennen gewesen, dieser Mensch, der da hinausgetragen worden sei, sei schwer zu erkennen gewesen, er sei blutüberströmt gewesen und die Fleischfetzen hätten von seinem Körper heruntergehängt. Stimmt. Wie konnten Sie das sehen? Sie mussten doch vermutlich in Ihrem Bett sein in diesem Augenblick. Ja. Ich war auf der oben. Ja. Auf der dritten Etage. Ganz oben, also in der Etage. Ja. Von dort aus konnte ich das gut beobachten. Konnten Sie sehen und konnten Sie sehen auch in diese Blockältestenstube hinein? Nein. Nein, aber wie er da herausgetragen wurde, da musste er wieder durch die Baracke getragen werden. Ja. Und da haben Sie gesehen, dass er so scheußlich ausgesehen hat. Jawohl. Die Blockältestenstube, die war genau beim Eingang zur Baracke. Ja, ganz recht. Und ich lag auf der ersten Pritschenreihe gegenüber. Und war denn der Bednarek erhitzt oder erregt, als er da auf den sogenannten Ofen stieg und ironisch sagte, dem Befehl nach wird in Auschwitz niemand mehr geschlagen? War erschwitzt. Er schwitzte. Und seine Kleider waren ganz offen, die waren aufgeknöpft. Waren aufgeknöpft. Also hatten Sie den Eindruck, als ob er eine Anstrengung hinter sich gehabt hätte? Jawohl. Oder war es vielleicht die Folge von übermäßigem Alkoholgenuss? Es hat mir gescheint, dass die ganze Gruppe dort besoffen war. Auch. Dass Sie besoffen waren? Ja. Und wie hieß denn der Pfleger, der Ihnen das erzählt hat, dass der Mann gestorben sei? Ich kann mich an seinen Namen nicht mehr entsinnen. Ja, und hatten die ungarischen Häftlinge einen bestimmten Namen für ihn? Ja, das kann ich gedenken. Die haben ihn Baci gerufen. Baci? Ja. Er scheint eine angesehene Person in Ungarn zu sein. Dieser Baci? Ja, sie haben sich zu ihm sehr freundlich mit ihm und freundlich benommen. Ja. Ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Herr Tamir, nochmal zu diesem letzten Vorfall eine Frage. Wer hat denn diesen Baci aus der Blockführerstube hinausgetragen? Die Funktionshäftlinge oder andere Häftlinge? Das waren, glaube ich, die Funktionshäftlinge. Hat sich Bednarek auch daran beteiligt, den hinauszutragen? Ich weiß es schon nicht mehr. Wissen Sie nicht mehr. Ja, schön. Herr Staatsanwalt. Herr Rechtsanwalt Dr. Stolling. Herr Zeuge,
Wissen Sie noch, wann Sie in der, zwischen der Zeit zwischen Juli und November 1944 den Angeklagten Bednarek zum ersten Mal gesehen haben? Und wissen Sie noch, bei welchem Anlass? Leider kann ich keine Daten mehr nennen. Ja, vielleicht einen Monat, war das, nachdem Sie kurz da waren, oder waren Sie schon länger da? Nachdem ich eine kurze Zeit dort war. Eine kurze Zeit da waren. Und wissen Sie, welche Funktion Bednarek damals hatte? Wie man mir erzählt hat, war der Blockhälter der Strafkommando. Konnten Sie nicht sehen, was er für eine Funktion hat, ein Abzeichen oder so? Ja, der hat eine Armbinde getragen. Und Sie sagen, Sie meinten, er sei Blockältester gewesen. Haben Sie nicht früher gesagt, er sei Lagerältester gewesen? Möglicherweise. Ja, wie kamen Sie denn da drauf? Hatte der Lagerälteste nicht eine ganz andere Abzeichen als ein Blockältester? Ja. Ja, wie sind Sie denn darauf gekommen, dass Sie damals in Ihrer früheren Vernehmung, wie sich das aus dem Schreiben des Untersuchungsrichters aus Jerusalem ergibt, ihn als Lagerältesten bezeichnet haben? Nicht nur einmal, sondern mehrfach. Es kann möglich sein, dass ich mich geirrt habe. Ich habe Sie nicht verstanden. Es kann möglicherweise sein, dass ich mich geirrt habe. Dass ich geirrt habe? Jawohl. Und wissen Sie noch, wie stark diese Gruppe von Funktionshäftlingen zahlenmäßig war, die da nachts reingekommen ist und den einen da verschlagen hat? Da waren 4, 5 Leute zusammen. Insgesamt? Insgesamt 4 oder 5 Leute. Waren die Appelle, die Sie in Auschwitz abends mitgemacht haben, immer zu einer bestimmten Zeit? Ich glaube ja, obwohl ich keine Uhr gehabt habe. Na, also nachbriefen zu können. Ja, und wann war das etwa, nach Ihrer heutigen Erinnerung? Ich glaube, es war etwa zwischen 5 und 6 Uhr abends. Zwischen 5 und 6 Uhr? Ja. Und durften Sie zum Beispiel nach einem Appell nochmal Ihren Block verlassen, wenn Sie wieder eingerückt waren? Nein, nach dem Appell war Blocksperre. Blocksperre. Galt ja. Diese Blocksperre auch für die Blockältesten oder wissen Sie das nicht? Das weiß ich nicht, aber ich glaube das nicht. Sie glauben das nicht? Nein. Haben Sie mal erlebt, dass sich die Blockältesten abends nach dem Appell, nachdem also alles wieder in den Blocks eingerückt war, außerhalb der Blocks aufgehalten haben? Ja. Und können Sie sagen, wie oft Sie das erlebt haben? Einige Male. Haben Sie dabei bei diesen einigen Malen nur ein oder zwei gesehen oder mehrere zusammen gesehen? Zwei oder drei zusammen. Zwei oder drei zusammen? Ja. Ich selbst habe keine Frau mehr. Herr Dr. Enger. Herr Zeuge, hat es seinerzeit einen bestimmten Grund gehabt? Haben Sie eine bestimmte Überlegung angestellt, ehe Sie den Angeklagten, damaligen Beschuldigten Bednarek, als Lagerältesten bezeichnet haben? Ich glaube nicht. Kann der Grund nicht der gewesen sein, dass Sie sich bei Ihrer Vernehmung doch sicherlich mit dem Herrn Untersuchungsrichter auch über die Frage unterhalten haben, die Ihnen der Herr Vorsitzende vorhin gestellt hat? Was ging denn Bednarek die Sache überhaupt an? Nein, ich habe keine Unterhaltung mit ihm, ich wurde nur sachlich ausgefragt. Und haben von sich aus gesagt, er sei der Lagerälteste gewesen? Das kann ja möglich sein. Von welchem Lager? Von diesem Lager, in dem ich sie befand. Sogenannte Zigeunerlager? Nein, damals war ich im A-Lager. Peter, damals war Zigeunerlager wurde ich später verlegt. Und damals waren Sie im A-Lager? Jawohl. Ist dieser Vorfall auch im A-Lager passiert? Jawohl. Und zwar alle Vorfälle, die Sie uns erzählt haben? Nein, der dritte, wo mit der Decke, da war es im Zigeunerlager schon. Mit der Decke im Zigeunerlager, mit den Kartoffeln, das war im A-Lager? Jawohl. Und das mit dem Ungarn, der sich beschwert hat? Im A-Lager. Auch im A-Lager. Herr Dr. Eckert? Auch, bitte. Ja. Und wo hat sich die Strafkompanie befunden? Verzeihen Sie bitte, ich habe die Frage nicht verstanden. Wo war die Strafkompanie untergebracht? Das weiß ich nicht. Wann haben Sie zum ersten Mal gehört, dass Bednarek Blockältester der Strafkompanie war? Das habe ich schon
ziemlich früh erfahren. Hüte dich, dass du noch nicht dahin kommst. In die Strafkompanie. Jawohl. Das haben Sie also bei Ihrer Vernehmung in Jerusalem schon gewusst, dass er Blockälteste der Strafkompanie war, oder haben Sie das erst nachher erfahren? Nein, ich habe nachher nichts erfahren. Und warum haben Sie ihn dann damals als Lagerältesten bezeichnet? Ich kann es Ihnen nicht jetzt erklären. Ich weiß nicht. Herr Zeuge, sagen Sie bitte, haben Sie einmal gesehen oder etwas erzählt bekommen davon, dass Leute im strengen Winter unter kalter Dusche stehen mussten und dann hinausgetragen wurden, wo sie die Nacht erfroren sind? Ich habe gehört, dass Leute ins Bassin geschmissen worden sind. Ins Bassin? Ja. War das ein Feuerlöschbecken? Ja, ja. Ja? Da sind sie reingeworfen worden? Jawohl. Von wem? Von Ben Narek. Auch von anderen. Auch von anderen? Ja. Und das haben Sie aber nur erzählt bekommen? Jawohl. Haben Sie einmal was erzählt bekommen davon, dass Leute kalt abgeduscht worden sein sollen, bis sie erstarrt waren? Ich glaube nicht, dass das haben Sie nicht erzählt bekommen. Dann noch etwas anderes. Ich habe Sie vorhin schon einmal gefragt, kennen Sie einen gewissen Ron? R-O-N? Den Herr Ron kenne ich aus Jerusalem. Schmuel mit Vornamen. Ja? Ja, ja. Aber ich kenne ihn nicht aus Auschwitz. Sie kennen ihn nicht aus Auschwitz. Haben Sie von irgendeiner Seite in Auschwitz oder nach Auschwitz einmal gehört, dass man diesen Ron eine Stange über den Hals gelegt hat, um ihn totzudrücken? Ich habe sowas in Auschwitz gehört, aber nicht über den Ron. Sie haben etwas derartiges gehört, aber nicht über den Ron? Weil ich ihn überhaupt nicht kannte. Weil Sie ihn gar nicht kannten. Hatte der Ron ein lahmes Bein? Ja. Ja? Wir sind jetzt zufälligerweise beim selben Ministerium beschäftigt. Ich verstehe nicht. Wir sind zufälligerweise beim selben Ministerium beschäftigt. Beim selben Ministerium beschäftigt. Aber in Auschwitz kannten Sie ihn nicht und was man mit ihm getrieben hat, haben Sie auch nicht gehört? Keine Ahnung. Ja. Wenn keine Fragen mehr sind von Seiten der Verteidigung. Ja, Bednarek, wollten Sie was sagen? Ja, Herr Vorsitzende, ich betone nochmals, dass diese Aussagen, die der Zeuge hier gemacht hat, über meine Person nicht auf Wahrheit beruhen. Na, ich bitte nicht zu lachen hier. Bitte schön. Dass das nicht der Wahrheit entspricht. Das ist nicht der Wahrheit. Bednarek, sehen Sie mal, diese Erzählung ist ja nicht nur eine Erzählung dieses Zeugen, sondern wir werden vermutlich noch andere Zeugen hören, die dasselbe bekunden. Und dieser Zeuge, der hat uns doch etwas erzählt, was an ihm persönlich passiert ist, das mit den paar Kartoffeln da zum Beispiel. Nicht in die Küche geschickt, sondern Sie haben ihn erwischt, wie er ein paar Kartoffeln gehabt hat. Nein, ich sage nochmal, Herr Vorsitzende, das, was hier gesagt wurde, beruht nicht auf Wahrheit. Ich wurde nicht von Ben Narek zur Küche geschickt, sondern von Stubenältesten des Blocks. Ja. Ich war nie im Lager A und im Zigeunerlager gewesen. Ich war nur im Lager D. Und aus dem Lager D, nach dem Appell, durfte auch kein Blockälteste die Lage verlassen. Ja, Bednarek, sehen Sie mal, Sie waren als alter Blockältester, hatten Sie doch dort ziemliche Freiheiten. Aber als Blockältester durfte ich auch nicht das Lager verlassen. Nach dem Appell durfte keiner das Lager verlassen. Ja, und wer hat es denn verwehrt? Wer hat es denn verwehrt? In der Blockführerstube. In der Blockführerstube. Ja, und wer saß da drin? Und die Blockführer, und waren die nicht ab und zu auch einmal geneigt, nein, mit den alten Blockältesten zusammen zu trinken und so weiter? Herr Vorsitzender, erstens war ich in der Strafkompanie als Blockältester war ich strafweise versetzt. Ich durfte auch den Block nie verlassen nach dem Abend, wo das Kommando einmarschiert ist.
Ich habe mich auf keinen anderen Block nach dem Appell begeben. Hm. Aber Sie haben ihn persönlich gesehen? Jawohl. Selbst gesehen, namentlich, wie er nachher auf dem Ofen da stand? Jawohl. Tja, mehr kann ich nicht sagen. Herr Zeuge, werden zur Beeidigung Anträge gestellt? Keine Anträge. Können Sie das, was Sie uns gesagt haben, mit gutem Gewissen beschwören? Selbstgewissen.